kriege ich natürlich gerne hin, Leute, mit Musik im Hintergrund. Wunderschön, wunderschön, wunderschöne Musik im Hintergrund. Leute, willkommen wieder hier zurück zu World of Warplanes. Lang, lang ist her. Ich hatte vor kurzem das Folgen aufgenommen. Problem daran war, mein Ton war nicht da. Und jetzt sind wir hier dabei. Wir haben unsere Flugzeuge ein kleines bisschen verbessert. Das heißt, unser AR-65, hat jetzt ab sofort Bomben. So. Und die Flugabwehr ist dabei, uns abzuschießen. Deswegen kriegen wir hier zwei Bomben drauf. Und wir jetzt schießen unsere Leute, ja, all die Gegner hier. Ich muss sagen, die Runden, die ich aufgenommen hatte und die leider nicht dabei waren, die waren richtig, richtig nice, richtig, richtig gut. Ich habe eigentlich immer wieder über 10.000 Punkte erhalten, so gut wie. Und es war einfach nur... Oh, das ist einer von uns. Es war einfach nur... Gegner kam weg. Der hier? Für mich keine Bedrohung mehr. Aber die Gegner, die haben schon ein Dings übernommen. Das ist gar nicht so gut. Wir müssen hier eben versuchen, mal was einzunehmen, wenn wir... Oh, Stromsapp ist. Ja, damit wir hier ein paar Punkte bekommen. Aber das ist, glaube ich, das kleinste Problem. Problem ist, dass ich relativ schnell kaputt gehe. Ich bin jetzt bei 31% und da war ich. Also letztes Mal war, wie gesagt, bin eigentlich fast nie zerstört worden. Ich war gerade mal einmal pro Runde wurde ich zerstört. Öfters gegen Ende war mir eigentlich auch relativ lieb. Grund deswegen, wenn am Ende kommt ja dieser in Klammern großer Sturm, da kann man nicht mal joinen und deswegen war es eigentlich immer praktisch gewesen, wenn man gegen Ende erst stoppt. Oh fuck. Das war's. Jetzt muss natürlich hier was gemacht werden. Wir können nicht einfach nur zuschauen. Hier müssen wir jetzt richtig Taten angreifen. Wir haben außerdem eine Waffe dran, die kann 420 Meter weit schießen, glaube ich. Ich glaube, das war 420. Das heißt, der hier kommt relativ schnell in mein Gebiet rein. Und los geht's. Du brauchst gar nicht so fliegen, wie du möchtest. Du bist sowieso gleich weg. Und weg bist du. So. Flugabwehr. Ist zwar nicht die Flugabwehr, aber es ist gegnerische Basis. Und deswegen kann ich die auch gerne mal angreifen. Zwar bin ich hier richtig in der Klemme, weil ich hier so gut wie alleine bin. Ich muss wirklich sagen, ich finde es geil, dass man pro Tod eigentlich immer länger wartet. Es ist zwar immer nervig, weil jetzt sind es 3 Sekunden, die man eben wartet, aber... So, und weiter geht's ab ins Gefecht. Ja, ich wollte gerade sagen, darf ich mal bitte? Ich möchte ja nie noch 15 Sekunden warten. Wir werden eh verlieren. Die Runde ist, glaube ich, eh schon vorbei. Machen wir das überhitzt. Jetzt müssen wir mal warten. Die Bomben werden nachgeladen. Und hier sind sehr viele unterwegs. Dort hinten wird 1 wahrscheinlich gerade übernommen. Bin mal gespannt, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen. Oh. Natürlich jetzt hier ein riskantes Fliegen. Aber ich glaube mal, Menzi kriegt das hier schon hin. Letztes Mal konnte ich wirklich sagen, du stirbst ziemlich schnell und du stirbst eher langsam. Aber diesmal ist es so komisch. So, 2 Minuten haben wir noch Zeit.
Dann kommt die Sturmfront. Komm, dich kriege ich auch noch hin. Du stirbst auch, danke. Nächster Blick. Mini-Kartelle gewonnen, das würde ich auch gerne wissen. 5, 4, 3, 2, 1. In. Jo. Bitte Feinflug starten. In Kurze keine Dings mehr. Das heißt eigentlich für uns 3 Sekunden ausharren. Und hoffen, dass man nach und nach alle Sterben kriegt. Zu sterben bekommt. Es müssen ja am Ende eigentlich nur noch alle sterben. Das heißt, wer in 15 Sekunden nicht mal drin ist, nicht reinkommt, der ist eigentlich schon raus. Und wenn man alle besiegt, haben wir auch gewonnen. Das heißt, ab sofort jetzt kein Tod mehr, sonst sind wir am Orschel. Hier wütet ein schwerer Sturm. Ja, kriegt ihn natürlich mit. Kehren zur Basis zurück. Verstanden? Geil, wir haben 25% der Ressourcen, die anderen haben 75%. Wenn nicht sogar schon 80%. Mein Ziel ist es jetzt bloß noch alle. Sie haben uns bald. Zu besiegen oder so gut wie möglich noch Punkte zu holen. Ja, jetzt wird er penetriert. Jetzt kriegt er ihn ab. Gesicht. Aber ich glaube, ich kann auch meine Runde hier vergessen. So bin ich so ein Verliererteam. Ja, das war's. Scheibenkleister. Gut, Leute. War die Runde diesmal nicht so weit. Sich zu lang. Tut mir eigentlich echt extrem leid. Weil meine anderen Aufnahmen, die waren extrem lang. Aber wir gehen hier zum Hangar, damit wir ja die nächste Runde starten können. Um irgendwo mal schneiden zu können. Leute, ich bedanke mich dafür. Und dann lasst ein Abo da, wenn euch das ganz gefallen hat. Ein Kommentar, falls ihr mehr davon sehen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.